Ich begrüße euch alle recht herzlich. Ich freue mich, dass wir doch so zahlreich heute geworden sind. Immerhin zu einem wichtigen Thema. Hände weg von der Revolution in Venezuela. Ich bin froh, dass der Hans Gert es geschafft hat, zu uns zu kommen. Stau aber ein bisschen Glück. Und das ist sozusagen Glück gehabt, dass das alles trotzdem noch wunderbar geklappt hat. Gut, die meisten von uns haben sich schon das ein oder andere Mal mit Venezuela beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass die derzeitigen Probleme weitgehend bekannt sind. Hans-Gert gibt einen Überblick und geht dann vielleicht auch ein kleines bisschen dann noch auf die Umstände der derzeitigen Auseinandersetzungen ein, die ja offensichtlich eine Art Konterrevolution sind und die zum Teil mit Gewalt recht bösartig ausgetragen werden. Gut, dann wünsche ich uns allen einen spannenden Abend. Und dir gebe ich das auch. Okay, also erstmal Harald und Genossen, Genossinnen, Genossen, danke für die Einladung. Wer ich bin, steht ja auf dem Flugblatt drauf, ist auch nicht so wichtig, meine Personalie. Ich bin auch nicht alleine gekommen, sondern habe noch den Jorge mitgebracht und das Handy, was man jetzt abschenkt. Jorge ist Genosse aus Venezuela, der im Moment in Mainz wohnt und auch aktiv ist in der sozialistischen Partei PSUV in Venezuela. Und wir haben uns kennengelernt kürzlich bei einer Veranstaltung in Wiesbaden und wir haben beschlossen, dass wir jetzt also enger miteinander kooperieren bei solchen Veranstaltungen. Darum ist er mit und sicherlich wird er auch aufgrund seiner Erfahrung in Venezuela auch detailliertere Fragen noch besser beantworten können als ich. Ist also immer gut, wenn man das zusammen macht. Und nochmal eine Genossin ist hier, die Rana, auch aus Wiesbaden, hat sich auch jetzt engagiert im Zusammenhang mit der Initiative Hände weg von Venezuela. Insofern komme ich nicht ganz alleine und freue mich über die Möglichkeit, hier zu diskutieren und alles Weitere sagen wir dann hinterher. Also wir haben uns vorgestellt, erstmal einen Film zu zeigen. Das ist ein Dokumentarfilm, der heißt Von Bolívar bis Chávez. Dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Der gibt historisch eine ganz gute Grundlage für die Diskussion, sodass sich dann manches erübrigt, aber wir wollen dann hinterher natürlich eingehen auf die Bilanz dieses 15-jährigen Prozesses und auf die aktuellen Schwierigkeiten und auch mögliche Auswege aus, wie du schon sagtest, aus dem gegenwärtigen Versuch der Konterrevolution wieder Boden zu gewinnen. Also, Film läuft. So, ich denke, der Film hat für sich gesprochen, einiges erklärt, was man jetzt nicht mündlich alles nochmal wiederkäuen muss. Also unser Thema heute Abend heißt ja Hände weg von der Revolution in Venezuela. Also der Film erklärt ganz gut, dass wir schon es mit Venezuela mit einem revolutionären Prozess zu tun haben, der aber noch nicht vollendet ist. Aber seit den letzten 15, 16 Jahren muss man sich mal fragen, was ist überhaupt Revolution? Weil es nichts Romantisches und so, nicht die Erstürmung der Barrikaden mit der roten Fahne und sowas, sondern ist eigentlich ein gesellschaftlicher Prozess, in dem die herrschende Klasse erstens, so wenn man fragt, was sind gängige Definitionen für Revolution, die herrschende Klasse kann so nicht mehr weitermachen wie bisher. Wie das Lenin gesagt hat. Das ist der Fall in Venezuela. Die herrschende Klasse hat seit 15, 16 Jahren eine Regierung, die sie nicht will. Das partout nicht will, aber die sie nicht wegbekommt. Das ist also schon ein Phänomen. Das Zweite ist, dass die bisher unterdrückte Klasse aus ihrer Passivität erwacht ist. Also normalerweise haben wir auch das Problem hier, dass die besonders Ausgegrenzten gar nicht wählen gehen, nur als Beispiel. In vielen Ländern der Erde, die Marginalisierten ihr Dasein fristen, aber sich nicht einmischen. Und in Venezuela sieht man den Prozess der Bewusstwerdung der Massen und eben vor allem auch, wie etwa 2002 die Masse erkannt hat, die Regierung darf nicht weggeputscht werden. Das erinnert mich in der deutschen Geschichte an den Kaputsch von 1920 beispielsweise. Das war ja auch ein revolutionärer Prozess damals, in dem die
die herrschende Klasse versuchte, nach der Novemberrevolution wieder im Grunde eine Militärdiktatur zu errichten, und es scheiterte am Widerstand der Massen. Also das ist der zweite Faktor. Die Massen sind entschlossen, ein Leben, ein besseres Leben vor dem Tod zu erkämpfen. Und das dritte ist, die Mittelschichten schwanden. Das sehen wir natürlich besonders deutlich, aber das sind so die wesentlichen Faktoren für einen revolutionären Prozess. Aber natürlich ist der Prozess nicht abgeschlossen. Also man kann nicht sagen, sind jetzt über den Berg, sondern gerade die Entwicklung der letzten Wochen zeigen ja seit Jahresbeginn, dass jetzt die Konterrevolution, die rechten Kräfte, dahinter stecken natürlich die herrschenden Klassen in Venezuela und in Nordamerika, aber auch in Europa. Das sollte ich nicht sagen, nur die bösen Amis. Die Europäische Union hat auch diesen Putsch 2002 anerkannt. Damals der Ratspräsident der Europäischen Union war José María Aznar, Ministerpräsident in Spanien. Der hat auch diesen Militärputsch sofort, die Putschistenregierung, anerkannt. Insofern sind die noch nicht über dem Berg. Und nur mal jetzt als Beispiel, neueste Meldungen, also was so durch die Medien kommt, Proteste gegen Einschränkung der Proteste, nur mal Schlagzeilen, jetzt heute aus dem Internet zusammengezogen, neue Gewalt in Venezuela am Ostersonntag und jetzt eine neue Qualität, Ablamos de esto, haben wir auch im Auto besprochen, Schlagzeile, hoher Chavista und Ex-Geheimdienstchef erschossen, Eliezer Oteiza. Ja, also im Grunde ein Ranghorn, wichtige Person, wichtiger Weggefährte von Chavez wurde in den letzten Tagen im Grunde durch ein Attentat erschossen. Offensichtlich gezieltes Attentat seitens der Opposition. Und womit wir zu tun haben in Deutschland, ist im Grunde mit einer massenhaften Medienkampagne, die im Grunde, sagen wir, die Mainstream-Medien hierzulande vermitteln den Eindruck, wir haben das mit einem Regime, sagen die auch ganz offen, mit einem Regime zu tun, das gewalttätig die Opposition unterdrückt und vor der Tötung von Oppositionellen nicht zurückscheut. Wir hatten ja das besondere Vergnügen, dass wir in Wiesbaden kürzlich vor ein paar Wochen bei einer Veranstaltung ein Team des Bayerischen Rundfunks da hatten. Uli war auch da und wir dann hinterher dargestellt wurden als verlängerter Arm der Chavisten, die oppositionellen Meinungen nicht duldet und rausschmeißt und so. Wir lassen das nicht auf uns sitzen. Wir machen jetzt demnächst auch eine Veranstaltung nach dem Motto die Lage in Venezuela und die Lügen des Bayerischen Rundfunks. Das kommt auf die Plakate und wir wehren uns da entsprechend dagegen. Aber muss uns klar sein, wo die herrschende Klasse was zu verlieren hat, wo die Eliten was zu verlieren haben, da haben sie natürlich auch Medien, national und international, die letzten Endes alles verzerren und verfälschen. Und das gilt auch so jetzt für die Entwicklung in Venezuela. Ich will da jetzt nur mal kurz einen Abstecher machen, um mal zu zeigen, was da im Moment abgeht. Randale. Si tú quieres comentar algo. Okay. Also, Sie... Einfach so, es wird ja dargestellt, die armen Massen revoltieren, weil es nicht genug zu kaufen gibt. Also so kein Toilettenpapier, keine Grundnahrungsmittel und die Regierung hat es nicht mehr im Griff. Und deswegen die Massen sind jetzt sauer. In Wahrheit, und da gibt es auch, könnte man ganzen Abend lang auch auf YouTube auch Filme zusammensuchen, in Wahrheit sind es im Grunde die Kinder der Mittelschicht vor allem, die von der Reaktion angestachelt werden. Es sind Teile der Opposition, die jetzt auf Randale setzen. Es sind faschistische Gruppen. Ich sag nicht, dass jeder ein Faschist ist, aber es sind auch faschistische Gruppen, die da beteiligt sind. Und die haben eine Strategie im Grunde durch Randale in Verbindung mit der Hortung von Waren die Lage zu destabilisieren, um dann eine Stimmung zu schaffen für ein Eingreifen des Militärs im Grunde für Ausnahmezustand, für Spaltung der Armee und neue Diktatur. Ähnlich wie bei Allende. Ja, man muss im Moment auch sehen, was du auch eben gesagt hast, diese 16 Jahre, das zeigt, das ist eine Generation, die das vorher gar nicht kennt, ja, jetzt heranreift, ja, die sich natürlich dann von denen auch leichter beeinflussen lässt. Das muss man auch immer sagen. Gut, das ist so. Ich habe kürzlich einen Film gesehen. Jetzt, wir können nicht ganzen Abend noch Filme gucken. Im Grunde zu einer Schnittstelle zwischen zwei Stadtvierteln. Das eine ist gehobene Wohnlage der Mittel- und Oberschicht und das andere ist Arbeiterviertel und Armenviertel. Und an der Schnittstelle bauen die
Anhänger der Opposition immer wieder Barrikaden auf und kommen praktisch die Menschen, die in armen Vierteln wohnen, nicht zur Arbeit, räumen immer wieder die Barrikaden weg, kommt manchmal auch die Nationalgarde, räumt die Barrikaden weg, dann kommen die Typen wieder, bauen die Barrikaden auf. Also es ist ein Versuch einer gezielten Sabotage. Chile hat gerade einer gesagt. Genau wie bei Salvador Allende. Die selbstständigen Vorunternehmer und so. Genau, das heißt, das die ist hat das. Eine Klasse genau versucht, das Kleinbürgertum aufzuwiegen. Also nur mal, um ein paar Bilder zu bringen. Also hier sind das im Grund, was ist das, Twitter oder irgendeine Kommunikation. Ich habe zwar Facebook, aber ich bin nicht überall drin, kann da nicht den ganzen Tag immer nur da dranhängen. Aber offener Aufruf zum Mord. Also die Chavisten müsste man töten, wie es die Deutschen mit den Juden gemacht haben. Sagt hier einer, hier, wo praktisch der... Das sind so venezolanische Faschisten, die das so offen und also unumwunden sagen. Und solche Parolen finden wir da. Das sind praktisch auch hier so ein bisschen vermummt Angehörige von faschistischen Truppen. Ich habe gleich nochmal auch ein paar Bilder, die das auch vor Augen führen, wie Medienberichte verzerrt werden, die dann ganz gut sind. Aber nur mal kurz so, das sind die Kinder der Mittelschicht, die einen auf Randale machen. Das ist nicht die komplette Opposition, aber sagen wir ein Teil der Opposition, Leopoldo López und wie heißt die andere? Maria Corina Machado, das sind zwei Spitzenpolitiker einer rechten Partei, so eine 3%-Partei. Mas o menos muy minoritario. Also einer kleinen Minderheitenpartei, 3% oder so der Wählerstimmen, die da sich besonders hervortun und da eben entsprechend also wo der versucht, so einen Aufruf, Leopoldo López ist das praktisch, der Führer dieser rechtsextremen Partei, der versucht, die öffentliche Meinung der Welt aufzuwiegeln gegen die Regierung, nach dem Motto, die Regierung verfolgt uns. Das nur als Beispiel, wie sie dann Barrikaden bauen und aber... im Grund dann auch Autos anzünden, Sachschaden anrichten und auch Teilen der Opposition geht es auf den Wecker, weil es vielleicht auch ihre Autos sein könnten und auch Sachbeschädigung das auch mit sich bringt, nicht nur von Amtsgebäuden, sondern auch von privaten Gebäuden, von Bürogebäuden und sowas. Aber es ist jedenfalls ein Teil der Opposition setzt darauf, ein anderer Teil der Opposition denkt weiter, der sagt, mit Randale allein schaffen wir es nicht. Creo que es importante destacar que hay una doble estrategia. Una es disfrazarse de progresista, que es Capriles, y otra que es esta de la violencia. Also es ist eine Doppelstrategie der Opposition, sagt ja, also die einen versuchen sich so als fortschrittlich praktisch eine Maske aufzusetzen und die anderen machen halt offene Gewalten, offene Randale. Pero ambos líderes provienen de un mismo grupo. Aber beide, die beiden Linien so an den Tag legen, stammen von derselben Gruppe. Familie, Tradition y propiedad. Gleiche, also das sind alteingesessene Familien mit Tradition und halt mit großem persönlichem und privatem Eigentum. Das sind die reichen Familien, die Steuern. Die Oligarchie. Creo que es importante también destacar que el origen de esta explosión de manifestaciones de la ultraderecha es la ley de precios justos que proclamó el presidente Maduro hace pocos meses, donde se reduce, se establece un máximo de 30% en las ganancias de cualquier empresa, de cualquier producto que se venda al público. Del precio. Del precio. Also, Ursprung oder Auslöser auch dieser jetzt gewalttätigen Proteste war
ein Gesetz des, der Regierung Maduro in den letzten Monaten, um die Preiserhöhung in den Griff zu bekommen und zu sagen, also dass im Grunde nur 30% Gewinnspanne auf den Absatzwaren, auf den Preis einer Ware draufgeschlagen werden können und das ist die absolute Obergrenze. Cuando estamos acostumbrados en Venezuela a que a una especulación muy alta donde los empresarios ganan hasta un 1000% del en la venta del producto en el precio. Während wir also bisher immer noch, und das ist einer der Widersprüche in Venezuela, immer noch diese massive Vorherrschaft von Privateigentum, wo dann manche Unternehmer im Handelsbereich gewohnt waren, bis zu 1000% spekulativ auf den Preis einer Ware draufzuschlagen. Also das ist das Problem. Das ist übrigens auch einer der Widersprüche dieses Prozesses. Eine sozialistische Regierung erklärtermaßen Ziel des Sozialismus, aber die Oligarchie hat immer noch Machtmittel in der Hand. Es wurden zwar einige Bereiche verstaatlicht, auch einzelne Banken und einzelne Betriebe, kommen wir noch dazu, aber immer noch die wesentlichen Machtmittel in den Händen der Oligarchie und damit hat sie ein gutes Instrument in der Hand, um auch Sabotage weiter praktisch Sabotage zu machen. Also durch die Hortung von Waren, was abgeht, ist auch ganz klar ein Prozess der Hortung von bestimmten Waren. Und da wird dann so Propaganda gemacht, guck mal, die haben nicht mal Toilettenpapier und so weiter. Das wird ganz bewusst gemacht, im Grund, um dann auch die Preise hochzutreiben und dann kriegt man, wie gesagt, künstliche Verknappung und die Inflation geht hoch. Randale ist ja nun mal auch bei uns eine Straftatgeschichte, gerade wenn Sachbeschädigungen und so weiter vorliegen. Wieso werden die nicht verfolgt? Ich erinnere mich an, dass ich einen Film gesehen habe von dem irischen Filmteam, was damals die Geschichte mit dieser kurzen Präsidentschaft da analysiert hat. Wieso wurden diese Leute nicht, das sind ja Straftatbestände, die da stattfinden. Wieso werden die nicht ordnungsgemäß verfolgt, inhaftiert und aussortiert? Ich meine, das würde in jedem Rechtsstaat normal so funktionieren, egal ob er kapitalistisch oder sozialistisch ist. La violencia es un crimen. ¿Por qué no son perseguidos? ¿Cómo debe hacer todo tipo de Estado de Derecho si alguien hace es una delincuencia? Sí. Entonces, ¿por qué no interviene el Estado como debería hacer? El Estado, hasta donde yo tengo entendido, ha intervenido. Ahí están presos los responsables o las personas que han sido posibles ser capturadas. Sin embargo, hay una situación que es excepcional, que es que muchos de estos focos de violencia son organizados o iniciados por paramilitares de Colombia. Also, der Staat greift natürlich in den letzten Wochen ein. Es wurden auch einzelne Urheber dieser Gewalttaten verhaftet, Untersuchungshaft genommen und da laufen jetzt entsprechende Verfahren, die brauchen halt ihre Zeit. Das war ja auch der Aufschrei in letzter Zeit, dass es die nehmen Politiker fest und so. Das wurde halt im Zusammenhang mit der Beteiligung einer Straftat. Aber ein weiteres Problem ist das Einsickern von paramilitärischen Gruppen aus Kolumbien. Und wenn man sich mal die Grenze ansieht, ist das eine tausende Kilometer lange Grenze mit Kolumbien. Sí, de hecho, los estados fronterizos con Colombia están tomados por estas fuerzas paramilitares y estas fuerzas han logrado llegar a ciudades clave. Es muy difícil para la inteligencia o para las fuerzas del Estado capturar a estos individuos. Das ist also eine wichtige Front, womit sagen wir, die Staatsorgane, die Regierungsleute und Staatsorgane zu tun haben, nämlich durch diese grüne Grenze von Kolumbien kommen wirklich Tausende dieser Paramilitärs rein und übernehmen dann schon, sagen wir, üben gewissen Einfluss aus gewalttätig und da ist der Staat zum Teil fast überfordert, jetzt dieser Lage Herr zu werden. Por ejemplo, la semana pasada capturaron un ciudadano estadounidense. Also, und die nehmen dann zum Teil auch Kontrolle über wichtige Ortschaften in die Hand. Wurde zum Beispiel ein
ein ranghoher US-amerikanischer Militär, letzte Woche festgenommen. Un mercenario, me imagino, con ein Söldner. Muchas armas en su casa, viviendo en una casa recientemente en un estado fronterizo en Venezuela. Also in einem dieser Bundesstaaten Venezuelas entlang der Grenze zu Kolumbien wurde dann so ein Söldner in einem Wohnhaus einfach festgenommen und da wurde praktisch ein riesiges Waffenlager, ein privates Waffenlager ausgehoben. Y fue capturado simplemente por una coincidencia, porque él se molestó con el vecino por la música tan alta y fue y lo mató. Pero no hay un control, o sea, no hay control sobre esto y no hay información detallada para saber quiénes son, pero sí es un hecho que hay fuerzas mercenarias en Venezuela. Also das war nur ein Zufall, weil da gab es einen Nachbarschaftskonflikt um zu laute Musik und dadurch wurde die Polizei darauf aufmerksam. Und das war nur reiner Zufall, dass sie sowas entdeckt haben. Aber man kann davon ausgehen, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Gut, ich habe hier noch einfach ein paar Bilder, damit man sich auch mal nur mal ganz kurz so vorstellen kann. Das ist von Amerika 21, also Portal Amerika 21, die haben das gut gegenübergestellt, was hier über die Medien kommt oder über Netzwerke. Massendemos, angeblich eine regierungsfeindliche Massendemo im Barquisimeto, das ist eine Prozession. Das ist ja auch nebenbei noch ein katholisches Land mit der katholischen Kirche. Also eine Prozession wurde dann medial zu einer Anti-Regierungsdemo getauft. Oder dann tauchen Bilder von Gewalttaten auf, die zum Teil gar nicht aus Venezuela stammen, aber die wurden Venezuela zugeschrieben, hier etwa Ägypten. Dass man da eine Frau praktisch hier misshandelt hätte bei einer Demo. Mhm. In Ägypten, angeblich war das in Venezuela. Oder in Brasilien, das hier ist aus Brasilien. Sollte man auch nicht vergessen, was im Moment in Brasilien abgeht, im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft. Also Ausnahmezustand und Sondereinheiten der Polizei und was sich da jetzt so aufbaut, ist kein Thema für den Bayerischen Rundfunk oder andere Medien hier bisher. Hier auch, das stammt auch, das Bild angeblich aus Venezuela stammt aus Bulgarien. Also hier die Konfrontation. Und der wurde angeblich von jetzt Regierungstruppen misshandelt. Dabei ist es ein Regierungsanhänger, ein Sozialist, der von Oppositionellen misshandelt wurde. Und so weiter. Also das findet statt in Chile, das hier. Dieser Würgegriff der Polizei in Chile. Das ist aus dem Baskenland. Hier dieser Mensch, der total praktisch misshandelt wurde von der Polizei. Griechenland und so weiter. Also das hieß es eine Menschenkette. Eine Menschenkette aber aus Katalonien. Die Katalanen, da gibt es ja eine Bewegung für so Absetzbewegung von Spanien. Also da die Menschenkette. Und so gibt es, oder hier, also Polizisten mit in einem tropischen Land oder subtropischen Land wie Venezuela müssen Polizisten nicht so warme Mützen aufsetzen. Das spricht für sich. Nee, also das finde ich ja faszinierend, dass die Bilder immer aus den Ländern sind, wo eigentlich die linke Gruppe gegen Machthaber demonstriert. Ja. War jetzt fast überall der Fall gewesen. Ja klar, aber so, ja, damit genau Sie sagen, genau guck mal, das sind soziale Proteste. Ja. Oder hier, dieses Bild ist aus Singapur. Also das nur als Beispiel, damit wir ein bisschen auch immer wieder wissen, womit wir es zu tun haben. Und was dann zum Beispiel nicht kommt in den Medien hier, ist die Tatsache, dass am 1. April ein Brandanschlag war auf das Gebäude des Wohnungsbauministeriums. Ministerio de Vivienda. Also mit hohem Sachschaden und da ist auch so eine Art Vorschulkindergarten drin. Da wären auch viele Kinder fast jetzt umgekommen. Das steht hier in keinem Medium. Ich habe es mal geprüft. Wir haben es bekommen. Hands of Venezuela und ein paar andere linke Medien haben es berichtet, aber sonst nichts in bundesdeutschen Medien. Kein Thema. Oder Brandanschläge auf eine Universität der Streitkräfte in San Cristobal und ein Gesundheitszentrum in Barquisimeto. Also, und das ist eben auch typisch. Wenn diese Proteste einen sozialen Ursprung hätten, dann würden sie doch am allerwenigsten im Wohnungsbauministerium in Brand stecken.
das eigentlich dafür steht, dass man 750.000 neue Wohneinheiten geschaffen hat für ärmere Menschen als Sozialwohnungen. Oder auch zum Teil Eigentumswohnungen, aber die nicht verkauft werden dürfen. Also da gibt es eine Kultur von Wohneigentum, aber man darf es nicht weiterverkaufen, damit nicht spekuliert wird. Solche Dinge, das haben sie geschaffen. Oder Gesundheitszentrum in Barquisimeto, auch riesen Sachschaden angerichtet. Tja. Das steht ja für diese Reform, die praktisch die kostenlose staatliche Gesundheitsfürsorge. Eine riesen Errungenschaft dieser Revolution. Ich habe hier eine Liste, die Missionen im Überblick, was Mission ist. Also, wo man sieht, das kann man sich mal in Ruhe ansehen, kann man auch von der Botschaft in Berlin bestellen, die geben das raus. Ich habe auch noch ein paar Exemplare da. Also Mission, das ist eine Liste von 30 oder mehr Missionen, also konkrete an den staatlichen, ein bisschen außerhalb der staatlichen Instanzen, Projekte, auch mit Förderung von Initiative von unten, Gesundheitsversorgung, Analphabetentum abschaffen, also Bildung Erwachsenen, die bisher nicht lesen und schreiben konnten, Schulabschluss zu garantieren, dann später einen Hochschulabschluss. Dann Kultur, dann praktisch Verbesserung der Infrastruktur, dann Ausbau ganz neuer Universitäten. Übrigens, das sind nur die Elite-Universitäten, wo jetzt diese Studierendenproteste auch stattfinden, wenn man es mal genauer anguckt. Das kommt auch nicht in unseren Medien. Dann Bereitstellung von Grundnahrungsmitteln, weil es ist ja auch hier auch ein Problem im ländlichen Bereich, irgendwie Lebensmittelvorsorge, weil alle Läden schließen, aber in Venezuela vor allem Grundnahrungsmittel, billige Grundnahrungsmittel. Nur im Moment ein Problem ist, dass immer noch private Handelsketten die Waren zum Teil horten. Das ist praktisch einer dieser Widersprüche. Dann Versuch, also eine Landreform anzugehen. Situation der armen Mütter zu verbessern, Situation der Rentner zu verbessern, Straßenkinder, also Wiederaufforstung von jetzt von Wäldern, was ein Problem in vielen Ländern ist, ganze Landstriche praktisch abgeholzt, keine nachhaltige Holzwirtschaft. All die Dinge steht hier alles drin, das sind alles konkrete Errungenschaften der Revolution, die auf dem Spiel stehen. Das wollte ich nur dazu sagen, also es gibt wenige Medien, die sowas bringen, also hier die linken Tageszeitungen, wo hier sehen wir, das ist praktisch von uns auch in die junge Welt gebracht über diese Berichterstattung in Venezuela, also die einseitige Berichterstattung auch auf der Grundlage unserer Erfahrung mit dem Bayerischen Rundfunk. Hier im ND, schleichender Putsch in Venezuela, ein Interview mit einem Schriftsteller. Jedenfalls, es sind alles viele Fakten, die für sich sprechen. Da können wir auch gerne nochmal die Links schicken, die kann man dann auch weitergeben. Denn ich denke, so eine Veranstaltung ist auch wichtig, damit man Argumente bekommt und die weiterträgt. Also mediale Gegenöffentlichkeit. Also unsere Initiative Hände weg von Venezuela hat sich, das ist ein Schnappschuss von einem Solidaritätsbesuch beim Konsulat, also im Februar 2014, weil da haben wir gespürt, jetzt wird es wieder notwendig. Man kann nicht immer jede Woche nur Venezuela-Solidarität machen, weil es überall brennt. Aber wir haben dann seit Februar wieder verstärkt gesagt, wir müssen jetzt unbedingt dieses Thema überall, wo wir sind, auf die Tagesordnung setzen. Und der Ausgangspunkt war ein Besuch im Konsulat in Frankfurt im Februar. Das ist unser altes Banner, was schon eine 10-jährige Tradition hat. Und das ging folgendermaßen los. Vielleicht noch mal kurz unsere Solidaritätsarbeit. 2003 gegründet, nach dem Putschversuch, nach den Aussperrungen in der Ölindustrie, in der Wirtschaft. Und da haben wir Unterschriften gesammelt gegen die Einmischung der USA, Solidarität mit der Bolivarischen Revolution. Und 2004 war ein Solidaritätsappell mit Benepal. Ich habe hier sogar noch ein Exemplar da. Also so ein internationaler Solidaritätsappell. Besetzte Betriebe. Die Folge dieser Aussperrung war, dass es eine Welle von besetzten Betrieben gab. Entiendes? Tomas de Fabricas, como Benepal. Und dann haben wir hier praktisch 1000 Unterschriften gesammelt für unter diesem Bogen. Das war aus Venezuela, was wir bekommen haben. Die Forderung, eine bestimmte Fabrik, eine Papierfabrik, sollte geschlossen werden, weil der Eigentümer nach Kolumbien verlagern wollte. Die Belegschaft hat gesagt, wir besetzen den Betrieb.
und wir fordern die Verstaatlichung der Fabrik und wollen das in eigener Regie weiterführen. Dafür haben die viele tausend Unterschriften gesammelt. Wir haben halt hier Deutschland bei der LL-Demo und so in klirrender Kälte Unterschriften gesammelt und dann haben wir irgendwann gesagt, was machen wir jetzt damit? Also im Telefonbuch geguckt, wo gibt es ein Konsulat? Frankfurt am Main, liegt ja nicht so weit, sind wir dann hin mit diesem Banner, das war praktisch das historische Banner, das hatten wir, damit sind wir hin, haben dann geklingelt, uns vorgestellt, wir sind hier und wir übergeben euch die Unterschriften, bitte verstaatlicht diesen Betrieb. Also man muss sich vorstellen, man geht jetzt irgendwo in Buenos Aires zur bundesdeutschen Botschaft und sagt, bitte Bundesregierung, verstaatliche du mal irgendwie den Betrieb, der geschlossen werden soll und übergebt den der demokratischen Kontrolle der Belegschaft. Man könnte sich vorstellen, wie kurz so eine Diskussion wäre mit dem Botschafter, weil er keine Zeit hätte. Gar nicht vor. Wir haben festgestellt, der Konsul hatte Zeit, der hat eine Stunde lang mit uns diskutiert. Wir kannten ihn nicht, aber hat uns reingebeten, war ganz froh. Und einen Monat später hat er uns angerufen und gesagt, Venepal ist jetzt verstaatlicht. Chavez hat gerade ein Dekret unterschrieben. Ich behaupte nicht, das war wegen unserer 1000 Unterschriften. Aber das war eine gute Idee. Aber ich bin mir sicher, das war ein ganz kleiner Tropfen, der dazu beigetragen hat. Und es war vor allem für uns wichtig zu sehen, wir stehen mal auf der Gewinnerseite. Wir kämpfen immer gegen Privatisierung, verlieren meistens diese Kämpfe heutzutage. Und es geht auch andersrum. Das war für uns ein wichtiges Erlebnis. Und da hat sich dann ergeben eine engere Zusammenarbeit. Hier sieht man, das war im Jahr 2006, eine Podiumsdiskussion hier im Bild. Das ist der damalige Konsul Mendez aus Venezuela. Und das ist hier die Aleida Guevara, die Tochter von Che Guevara. Die war mal zu Besuch in Wiesbaden. Und das war eine sehr große Veranstaltung. Die wollten auch mal die Aleida sehen und viele haben gesagt, ey, guck mal, ganz der Papa und so. Jedenfalls, das war so ein Teil unserer Kampagne. Hier, das ist eine Angestellte der kubanischen Botschaft aus Berlin. Dann hatten wir mal auch gesagt, weil ein Problem in Venezuela war ja eigentlich, muss ich ja auch vorstellen, könntet ihr euch in Deutschland vorstellen, ein Feldwebel der Bundeswehr zettelt eine linke Bewegung an und macht einen linken Putsch und so. Also dass aus der Armee heraus so eine revolutionäre Bewegung kommt, ist im Moment schwer vorstellbar. Aber in Venezuela war das so und übrigens auch eine Parallele mit dem, was vor genau 40 Jahren in Portugal war. Also es ist in gewissen Ländern unter gewissen Umständen vorstellbar, wenn die linken Parteien absolut der Situation nicht gewachsen sind, wenn die Gewerkschaften absolut korrupt sind, wenn es ein Vakuum gibt, dass dann dieser linke revolutionäre Druck sich sogar in der Armee widerspiegelt. Oder weil, sagen wir, eine Armee, in der viele auch Söhne aus einfachen Familien die einzige Möglichkeit haben einer beruflichen Laufbahn. Dann müsste es ja in Deutschland bald auch klappen, oder? Müsste ja in Deutschland auch bald klappen, oder? Könnte, wer weiß. Also unser Feldwebel ist aber so. Immer weg jetzt. Ja, wir hatten ein Feldwebel hier. Gell? Ja, gut, wir hatten in Deutschland quasi Patronenaufstand. Also immer dann, wenn der Druck tatsächlich sozial groß genug ist und das sich richtig reinnimmt. Ja, das ist praktisch nur in dem Zusammenhang gesagt. Falsch mal eingeladen. Weil ich noch auf dieses Bild zu sprechen kommen wollte, das heißt, die Gewerkschaften, die waren absolut korrupt, also diese Allianz, diese Carlos Andrés Pérez, diese venezolanische Form der Sozialdemokratie, die war ja Schwesterpartei der SPD in der Sozialistischen Internationale, die Partei, die den Caracazo anordnen ließ, also die Niederschlagung der Proteste im Jahr 89. Und die haben einen Gewerkschaftsbund gehabt, der absolut korrupt war und auch den Putsch 2002 unterstützt hat. Das hat dann eine Basis ergeben für die Bildung einer neuen Gewerkschaft, CND. Und da haben wir praktisch dann, no sé si le conoce, Rubén Linares, der Syndicalista, den haben wir mal eingeladen, mit dem eine Rundreise gemacht, hier zu Besuch mit Lothar Bisky, der ja letztes Jahr
leider verstorben ist, und das ist André Hermlin, ein berühmter Jazzmusiker. Vielleicht kennen manche aus der Szene. Jazz- und Swingmusiker aus Berlin, auch mit einem berühmten Namen. Sein Vater war ja auch, ich glaube, bekannter Schriftsteller. Stefan Hermlin. Gut, und dann also regelmäßige Informationsveranstaltungen gemacht. Chávez persönlich war 2006 in Wien, das war auch eine eindrucksvolle Veranstaltung. Damit eine Kundgebung in einem stillgelegten Fabrik mit Tausenden, meistens junger Menschen. Und das war sogar ein Thema im hessischen Landtagswahlkampf, als die entdeckt haben, Schäfergümbel unterstützen Schäfergümbel. Das Geheimnis war ganz einfach. Das hat die Hessen-SPD gemacht? Nein, das war nicht so. Wir hatten mal auch 2005 oder so überall Unterschriften gesammelt, Hände weg von Venezuela, also ganz so generell, dass es viele unterschreiben konnten. Klar genug, aber jetzt nicht zu spezifisch, dann haben viele unterschrieben, darunter auch Schäfer-Gümbel. Und das schlummerte irgendwo der Name unter vielen Tausenden irgendwo im Internet, und dann hat im Wahlkampf die FAZ was gegen ihn Munition gesucht und festgestellt, der ist ja für Chávez. Und da haben sie dann eine Kampagne draus gemacht in der FAZ. Und Schäfer-Gümbel hat dann gesagt, er hat unterzeichnet, damals sei es ihm um internationale Solidarität gegangen. Er habe jetzt aber auch viele gute Kontakte zum US-amerikanischen Konsulat. Das hätten wir geglaubt. Und so weiter. Jedenfalls auch lächerlich, die ganze Kampagne. Aber nur eine kurze Entgleisung. Nur wie man sieht, also dass es immer wieder so ein rotes Tuch ist hier für die Medien, und die Frankfurter Rundschau hat sogar gut darauf reagiert. Wir haben auch darauf reagiert, hat uns da nicht geschadet. So, jetzt vielleicht noch, Moment, ich gucke gerade mal. Bisschen drüber einen Sprung machen. Vielleicht. Ja, also ich denke, jetzt machen wir mal Diskussionsrunde, und er kann auch noch viele konkrete Sachen. Wir haben ja schon ein paar Sachen beantwortet und so. Sonst, ich will jetzt nicht ewig einen Vortrag machen. Machen wir jetzt mal erstmal Diskussionsrunde und können dann auf die ganzen Sachen ganz konkret eingehen. Also vielleicht kann man mal so sagen, wie er eben schon gesagt hat, ich habe diesen Film in Arte gesehen, von diesem irischen Team. Die besten Filme kommen ja nachts um 1 oder 2 Uhr. Das war also wirklich ein beeindruckender Film. Ja. Und der hat eigentlich in der Gänze wirklich dargestellt, wie es wirklich aussieht. Und das hat man gemerkt, es war authentisch. Ja. Und dann danach, das ist nur der Vorspann, danach habe ich ja mal gesehen, da war auch klar, was richtig und falsch ist, sage ich mal, obwohl ich nicht da bin und nicht dabei bin. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann habe ich hinterher im Deutschlandradio einen Bericht über Venezuela gesehen. Mit den ganzen westlichen Stichworten, da hat man wirklich gemeint, das wären zwei verschiedene Welten. Also wenn ich das nicht vorher gesehen hätte, das ist eigentlich der Sinn meiner Rede, dann hätte ich gedacht, das ist ja das schlimmste Land mit der größten Unterdrückung, was ich also in den letzten Jahren mitbekommen habe. Da, so werden Klischees wirklich in die Köpfe transportiert, und wir wissen ja, ehrlich gesagt, ich beschäftige mich ja nicht jeden Tag mit der internationalen Situation. Aber wenn man so eindrückliche Geschichten sieht, die wirklich auch in sich stimmig sind, und man sieht, das ist ein Team, was da zufällig oder wie auch immer das aufgenommen hat. Man hat auch die Bilder gesehen, dass das Volk ihn verteidigt hat. Dann ist das also, eigentlich sehr evident und nachvollziehbar. Ja. Und so geht es ja vielen. Ja, ja, absolut. Ich hatte eigentlich noch mal eine Frage zu dem Film, den wir eben gesehen hatten. Das waren ja vier Schritte, die da aufgelistet waren. Und vielleicht könntest du die noch mal kurz erläutern, womit er da angefangen hat und was die Grundidee war. Ich meine, es ist ja nicht so ganz einfach, wenn ich mir das vorstelle, sowas in der Bundesrepublik, ne, bei uns. Er muss ja Ansatzpunkte finden, wo er einen revolutionären Akt oder eine Umgestaltung angehen kann. Chávez in den 90ern. Ja. Diese vier Schritte, die da angegangen wurden, praktisch mit seiner Wahl.
Soll ich ihn mal, also klar, ¿cuáles son los cuatro pasos de la historia del chavismo, de la revolución bolivariana? Quizás se podría explicar con más profundidad lo que presenta la película sobre eso. ¿Por qué cuatro pasos? Pues, ¿cómo empezó los pasos diferentes? ¿Cómo empezó? Das waren ja vier Punkte im Film und der vierte war, dass er, glaube ich, wiedergewählt wurde, oder war das der vierte? Also es war ja dieses Referendum und ich glaube, das war der vierte. Okay. Kannst du dich erinnern? Also nochmal die Geschichte, die verschiedenen Etappen der Bolivarischen Revolution durchgehen. Also ich habe hier nochmal das, nochmal stichwortartig. Mhm. 40 Jahre lang war, es war ja ein Erdöl und ist immer ein wichtiges Erdölland. Und Nummer 5 oder so, gibt es verschiedene Statistiken, aber wichtiges Erdölland. Und im Grunde 40 Jahre lang so eine Art Zwei-Parteien-System. Dos Partidos, ja, AD, ja. COP. Also die AD ist die Acción Democrática, die eher sozialdemokratisch, obwohl sie auch nicht eine Tradition hat wie hier die SPD, aber trotzdem so in Anführungszeichen, und die COP ist die eher christdemokratische Partei. Im Grunde zwei Parteien, vielleicht wie in den USA, Demokraten und Republikaner, ja, und dann so haben die mal die regiert. So, ja. Bisschen Demokratie, aber ein bisschen begrenzte Demokratie, mal die, und das war's. Und 89 war dann die Protest gegen den internationalen Währungsverkürzungspaket und Privatisierungspläne. Das war dieser Caracazo. Caracazo eben kommt von der Hauptstadt Caracas, der Aufstand. Ja. Ja. In Caracas wurde mit Gewalt niedergeschlagen. Von 3000 wird kurz mal auch, kommt eine Szene in dem Film. 3000 Tote gibt es verschiedene. Ja, oder 5000 Muertos, miles de Muertos. Ja, wirklich. Ja. Säuberung und Verfolgung, das war praktisch der Caracazo 89. Also 89, da denkt man an ganz andere Dinge, wurde auch damals hier gar nicht wahrgenommen so medial, aber das war halt Realität. Und dagegen gab es dann diese esa conspiración de Chávez y otros, also so eine Art linke Untergrundstruktur von Berufssoldaten innerhalb der Armee. Auch wieder um die, was ich gerade sagte, Vergleich mit Portugal. Die Chávez sagt irgendwo im Film, ich habe Guerilleros bekämpft und jetzt richte ich die Gewehre auf die andere Seite. So dieser eindrucksvolle Satz. Das heißt, die waren so, Chávez und so andere, aus relativ, sagen wir, armen, ärmlichen Verhältnissen, de gente humilde, Chávez y tal. Sin embargo, lo que pasa en este golpe, ellos esperaban que al explotar el golpe militar, explotara también la gente, saliera a la calle la gente y no salió. Also, die haben praktisch sich verschworen und die haben versucht, so einen Militärputsch von links zu machen, um das Land zu verbessern, nicht um Diktatoren zu werden, sondern echt aus sozialer Motivation. Und die haben gehofft, wenn die den Startschuss geben, kommt das Volk auf die Straße und unterstützt sie. Y eso no pasó. No pasó y por eso fracasa el golpe. Und das ist nicht geschehen. Also die Kalkulation ging nicht auf und deswegen scheiterte dieser Putschversuch. Und da kommt dann die Szene, wo Chávez sagt, ich gestehe, dass ich gescheitert bin. Und das hat ihn legendär gemacht. Weil zum ersten Mal jemand vor einer laufenden Kamera seine Fehler eingestanden hat. Das waren sie nicht gewohnt von Politikern, die alles nur drumherum um heißen Brei reden und labern. Und das, also jemand, der zu den Zielen steht, der die Verantwortung übernimmt und dafür dann auch in Gefängnis geht, der wurde schlagartig populär. Es war damals noch ein junger Mensch, relativ junger Soldat, völlig unbekannt und so, aber schlagartig. Entonces, de repente se fue famoso, Chávez. Sí, pero no, la gente, en el día en que estalló el golpe, la gente no entendía qué pasaba. Aber als der Putsch war, 92, verstand die Masse nicht, worum es geht. Das ist auch, y los medios de comunicación formaron parte de esa, de silenciar eso. Und natürlich haben die Medien damals auch eine Rolle gespielt, die Regierungsmedien und die privaten Medien damals, um die eigentlichen Ziele dieser linken Militärverschwörung eben zu verschweigen.
Und das ist der Ausgangspunkt für den Erfolg der späteren Revolution. Ja, ja klar, aber es war, sagen wir, erstmal eine Etappe. Mhm. Aber erstmal haben die die Niederlage gehabt, wurden verfolgt, wurden eingesperrt und verurteilt und so. Ja, aber ich entschuldige mal, das waren ja 1500 Mann, ne? Ja. Wie groß ist die Armee denn, dass sie das nicht gemerkt haben? Serbla de 1500 soldados en la conspiración chavista. Pero ¿cuántos soldados tiene el ejército? El ejército venezolano. Ungefähr. Es alrededor de 1 millón. Eine Million, also. Na gut, okay. Gut, nee, das war der Versuch, aber sagen wir. Die wir kennen Million auch die Problematik mit Guerilla oder so, dass die Minderheit sagt, wir machen jetzt in Polen einen Fokus und wir legen los und die Masse wird dann aufgeweckt dadurch. Das war vielleicht die übersteigerte Hoffnung, also dass man ohne politische Organisierung der Massen irgendwie doch noch was bewegen könnte, ja, wenn man mutig den ersten Schritt macht. Aber man muss auch mal zu dieser ganzen Bewegung, die sich erschien, dann müssen wir doch überhaupt mal die Freiheiten des kleinen Mannes mal auch mal in Betracht ziehen. Kann der auf die Straße gehen, kann der das mal aufmachen? Oder ist er dann für 5 Jahre weg oder so? Oder jede Familie? Da muss man auch mal drüber reden. Welche Freiheiten haben die? Die haben doch bestimmte Demonstrationsrechte, die jede Bundesrepublik hat. Meinst du damals oder heute? Damals. En aquel entonces hubo libertades democráticas, libertad de expresión, de manifestación, de manifestarse. Realmente había el papel en la ley, pero este régimen de 40 años asesinó a estudiantes en universidades, intervino universidades, cerró universidades, asesinó líderes revolucionarios. Also, das war formal eine Demokratie, wo diese Rechte auf dem Papier alle bestanden, aber die griffen immer wieder auch brutal durch, völlig undemokratisch gegen aufmüffige Studenten und gegen Proteste, gegen soziale Proteste, wie eben 89. Das war ja das beste Beispiel. Das heißt also letztlich, ist innerhalb der Militärs eine Organisation vorhanden, aber außerhalb in den sozialen Bewegungen ist nichts oder wenig. Tuvieron una organización clandestina en el ejército, pero sin raíces en el pueblo, en las masas. Exacto. Era una organización militar clandestina. Sin embargo, Chávez siempre dejó claro que el soldado es pueblo. El soldado no es el soldado raso, es parte del pueblo también. Also Chávez hat immer, klar, so war das schon, Chávez hat aber immer gesagt, wir verstehen uns als Soldaten, als Teil des Volkes und nicht als was abgehoben. Y la gran diferencia, la explosión de Popular, viene después del golpe, porque como ustedes vieron en la película, Chávez, hay una muchacha en la película que dice, es la primera vez que alguien se hace responsable de algo. Y es verdad, era la primera vez que alguien salía a la palestra política y decía, yo me hago responsable de esto, yo voy a la cárcel. Also das war nochmal, das betont er nochmal, das legendäre Zitat, wo die eine Frau sagt, Chávez war der erste Mensch der Zeitgeschichte, der mal vor die Kamera steht und Verantwortung übernimmt und Fehler eingesteht. Und das hat ihn eben schlagartig so anziehend und so populär gemacht. Luego de eso está la popularidad de Chávez. Das hat die Popularität ausgemacht. Y los movimientos civiles de izquierda lo convencen de que el golpe de la vía violenta no es la vía, sino que deben ir a elecciones. Él no estaba convencido de eso. Y es ja, damals einfach als Militär. Und so sind am Militärs gestrickt, die sagen, man muss ein Ding durchziehen, auch ein linkes Ding durchziehen. Und da gab es aber dann versprengte, hier was hier heißt, versprengte linke Organisationen, die dann auf ihn sich orientierten und die ihn davon überzeugten, dass das nicht der Weg ist, mit quasi einem Putsch mit linken Vorzeichen, sondern dass er den Weg von Verbalen und von Organisieren und so beschreiten müsste. Gut, und das war praktisch dann, wenn man jetzt weitergeht, er wurde begnadigt, fue liberado dos años después. Dos años en 94 comienza a recorrer el país convenciendo a la gente. Also 94 wurde er begnadigt unter dem Druck, sagt der Film auch. Und dann, entonces, el movimiento Quinta República. Nace en ese momento. Und dann wurde praktisch die Bewegung für eine fünfte Republik gebildet.
Ich habe hier irgendwo auch die Verfassung praktisch, also war dann Ziel, wir brauchen eine ganz neue Art von Republik, eine fünfte. Und das war dann 1998, wurde Chavez mit 56% der Stimmen zum Präsidenten gewählt. Das war ein wirklich fantastischer und spektakulärer Erdrutschwahlsieg. Und es wurde eine neue Massenbewegung gebildet. Von da dann Círculos Bolivarianos. Círculos Bolivarianos para la discusión, para la formación política de las masas. Das heißt, die ganzen Unterstützer, wer 56% gewinnt, ohne aus der politischen Kaste zu kommen und so aus dem Stand, kann das nicht alleine machen und nicht nur mit seinen Reden, sondern braucht auch eine große Struktur. Und das waren die bolivarischen Zirkel, die sich gebildet haben, mit dem Ziel dann auch die Menschen, die Massen auch politisch zu schulen. Dann nochmal eine Nachfrage. Das heißt also im Prinzip, hat er sich auf diese Gruppen gestützt, die ihn dann getragen haben auch letztlich? Entonces se basó sobre esos grupos activos que entonces le ayudaron como candidato. Sí, estos movimientos de izquierda que vienen del movimiento universitario, que son civiles, y el movimiento bolivariano militar son los que lo apoyan en esta formación. Sin embargo, es curioso que cuando él gana en 98, también hay sectores oligárquicos que se agrupan en el gobierno también. Also klar, das waren jetzt Zirkland Universitäten, linke versprengte Gruppen, Menschen aus dem Volk, die sagten, es muss sich was tun, aber sogar auch Teile der Oligarchie haben damals gedacht, das ist ein neuer, da springen wir auf und den grapschen wir uns, den kaufen wir uns. Also es war so ein Kondensationskeim, so eine Hefe im Sauerteig, Initialzündung, wo dann linke Bestrebungen, Gruppen, Szenen, soziale Bewegungen zusammengeführt worden sind praktisch und haben dann so ein Selbstverständnis entwickelt von bolivianischen Sozialismus, lateinamerikanischer Sozialismus. Ja, Sozialismus kam ja später, aber im Grund war... Ja, aber die Idee, die dahin gehen, das war ja vorher eine bürgerliche Demokratie und wie Marx halt so schön sagt, ist das ja immer eine Demokratie der herrschenden Klasse. Und diese neue Bewegung hat ja das alles in Frage gestellt, hat ja überhaupt mal die Eigentumsfrage thematisiert und natürlich im Zusammenhang, im Kontext mit der internationalen IWF und Ausbeutung und wie wir es ja kennen aus Ländern der dritten Welt, die ja in Verschuldung enden, dann zwangsverwaltet werden und so weiter. Das war darin alles angelegt. Richtig. Ich habe nur mal kurz gefragt, waren die 56% im ersten Wahlgang gewesen oder war das im zweiten? In la primera votación 56%, genau. Sí. Ja, sí. Ich glaube im ersten, ja. Also, dann ist das nämlich wirklich ein super Ergebnis. Da waren ja mehrere Kandidaten. Das muss man ja auch immer sehen. No, la segunda. Hay una sola vuelta. Es war nur ein Wahlgang mit 56 aus dem Stand. Das war dieser Schwung und diese Sensation. Zumindest nach meinen. Die Wiederwahl war sogar mit über, ich glaube, 62%. Ja, das. Wie hoch war die Wahlbeteiligung ungefähr? Ja, das ist auch wichtig. La Participación, la Selección, müssen wir nachgucken, aber ich denke, die war stärker als vorher. Aber ich habe es nicht im Kopf. Gucken wir nach. Können wir dir noch später man kann davon antworten. Sprechen, dass die Massen aufgewacht sind, so Anführungsstriche. Ja, also wenn sowas geschieht, immer erkannt haben. So ein Wahlsieg kann nur mit Aufwachen der Massen, der bisher passiven Massen, aus ihrer Gleichgültigkeit gerissen, da tut sich mal was. Und im Grund war das so, die Lage war reif, war herangereift, aber wenn nicht, da kommt die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte rein, auch so in der marxistischen Terminologie, nicht im Sinn von einem Diktator. Die Rolle der Persönlichkeit ist genau richtig. Aber es muss schon im richtigen Moment auch eine richtige Persönlichkeit sein, die was auch dann weiter treibt. Die haben ja Gefühl, dass da was in Gang kommt. Menschen brauchen ein Alpha-Tier, ist einfach so. Das gibt immer falsche Diskussionen, wenn man sowas bringt und sagen, es ist eine starke Persönlichkeit, aber es ist wahr, manchmal müssen gewisse Individuen, gewisse Prozesse heran. Anstoßen. Die können es aber auch nur, wenn entsprechend die Lage reif ist. Die Situation muss vorhanden sein. Mir fällt da noch so ein Film ein, der vor einiger Zeit bei uns hier in Minsk im Mittwochskino gezeigt worden ist. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Da geht es nämlich auch um Lateinamerika mit dieser Schauspielertruppe. Kennen Sie den Film? Mit dieser Schauspielertruppe, die praktisch die Kolonialismus, ein Film über Kolonialismus. Das hat sich jetzt
verschränkt zu der momentanen neoliberalistischen Geschichte mit Privatisierung. Das Wasser, was sie vorher frei hatten, mussten sie bezahlen, obwohl sie kein Geld, das hat zu Aufständen geführt. Ist ja nicht bekannt. Cochabamba. Wie? Gegen Wasser in Bolivien, Cochabamba. Cochabamba, genau. Der Film zeigt nämlich genau, was abgeht. Ja, das ist im Grunde der Hintergrund. Das wollte ich jetzt nicht, das habe ich jetzt übersprungen. In den 90ern war der Neoliberalismus extrem stark und hat in Argentinien. Das ja, ganz genau, da war ja Argentinien pleite und alles. Unheimlich Flurschaden angerichtet. Ja, das war ein absolut verlorenes Jahrzehnt für Lateinamerika. Und das war praktisch das erste Ausbrechen aus dieser Logik, also was in Venezuela stattfand. So, und dann, das sagt der Film auch, 99, er hat versprochen, wir wollen eine neue Republik, wir wollen eine neue Verfassung, neue Konstitution und in einem demokratischen Prozess, also nicht wie hier auf Herrn Chiemsee, ein paar Professoren, ihr macht eine Verfassung, Punkt, und wir sind alle dafür, sondern das Volk diskutiert die Verfassung. Wir sind alle dafür, keiner war es nachher gewesen. Ja klar, aber ihr wisst ja, hier und hier keine... So, Volksabstimmung auf Bundesebene, so ist ja alles nicht hier. Das hat er versprochen, wenn ich gewinne, dann machen wir den neuen Prozess, der neuen Verfassung. Und es gab massenhaft, also las masas intervinieron en el debate sobre Constitución, massenhafte Diskussion über den Inhalt der Verfassung und viele Vorschläge. Und man kann sagen, das war schon eine fortschrittliche Verfassung, wie man es hier, so Elemente wie hier aus Länderverfassungen nach dem Zweiten Weltkrieg, als der sozialistische Gedanke auch in vielen Fällen drin war. Anderen Programm, ja, ja, alle die Sachen waren drin. Und keine Privatisierung, Reformen, Elemente direkter Demokratie, Abwahlreferendum, Sozialbindung des Eigentums, Rechte für Indigene, also alle die... Die Verfassung gibt es auf Deutsch, die kann man auch sich nachlesen, alles so wirklich fortschrittliche Elemente, noch nicht sozialistisch vom Vokabular her, aber sehr fortschrittlich, Abwahlreferendum, insofern die Möglichkeit, eine Amtsperson, eine direkt gewählte Amtsperson, also so wie Bürgermeister oder Präsident oder Gouverneur eines Bundesstaates, wieder abzuwählen, wenn man dafür Initiative macht, nach der halben Amtszeit, wenn man unzufrieden ist, kann man, dass man die wieder abwählen kann. Solche Dinge stehen da drin. Da waren auch andere fortschrittliche Reformen drin, Fischereirechte vor den Küsten, also die kleinen Fischer gegenüber den großen Fischfangflotten, die ganzen Meere leerfischen, dass man die Rechte der kleinen Fischer ein paar Kilometer vor der Küste stärkt, solche Dinge. Die Rechte der Frau stärken, Kontrolle über Erdölkonzern PDVSA und über Bodenschätze, im Grunde, dass man sagt, die dürfen nicht privatisiert werden. Und das war ja, allein sowas bringt schon die Bush-Administration praktisch zur Weißglut, kann man sich ja lebhaft vorstellen. Denn bis dahin streifen die Konzerne 84% des Verkaufserlöses der PDVSA ein und im Grunde dann, das sagen, die Ölgelder für Sozialreformen ausgeben. Ja? Ich hätte mal eine Frage. Es war ja eigentlich ein sozialistischer Staat. Warum ist er nicht hingegangen und hat alles verstaatlicht? Warum haben noch so viele Oligarchen, so viel Land, so viel Geld in der Hand, um da richtige Gegenputsche jetzt zu finanzieren. Söldner zu bezahlen. Sí, porque hay diferentes corrientes dentro del gobierno, dentro de lo que es el gobierno revolucionario. Es gibt verschiedene Strömungen innerhalb der revolutionären Regierung. Y hasta el momento, lamentablemente, las corrientes reformistas son las más fuertes. Im Moment sind die reformistischen Strömungen stärker, die stärksten innerhalb des Regierungslagers. Sí. Y a pesar de que se ha logrado nacionalizar las empresas básicas, nacionalizado los grandes feudos de terratenientes. Sin embargo, todavía gran parte de la industria alimenticia y de distribución de alimentos es la que la banca sigue en manos privadas. Also, die haben einige schon verstaatlicht. Also erstmal gesagt, es wird nicht Bodenschätze wird nicht privatisiert.
ein paar Grundstoffindustrien, also Stahl, Aluminium und sonst was, haben sie verstaatlicht auch. Es gab ja hier, gab ja auch da gibt es ein Heft drüber, eine Welle, was ich damals sagte, was für uns ja so der Auslöser war, die Betriebsbesetzung. Da gab es eine Welle von Betriebsbesetzungen und auch lateinamerikanische Koordination. Da haben sie einige dieser Betriebe auch Prozess, unter Druck verstaatlicht. Prozess entwickelt. Und ein paar große Ländereien aufgelöst, also ein Stück weit eine Landreform durchgeführt, aber noch längst nicht alles. Aber Lebensmittelindustrie, andere Industrien, die großen Handelsketten und viele Banken sind immer noch in privaten Händen. Ja, klar. Und das ist praktisch das Problem der jetzigen Staaten. Ich denke mal, dass das jetzt auch das Problem ist. Ja. Grundversorgung der Landwirtschaft. Weil die können ja jetzt praktisch die Sonder bezahlen. Ja? Was sonst von außen gesteuert werden müsste, können die ja im Prinzip von innen. Und das ist das Problem. Die haben wirtschaftliche Macht und das können sie jetzt so gnadenlos ausspielen. Aber was mich daran ein bisschen stört, Chavez ist Stratege, er ist Offizier. Er musste eigentlich immer sehen, dass eine starke Geldmacht, in welcher Form auch immer, eine vermögende Macht, auf der anderen Seite ihm immer Probleme machen wird, jede Revolution verhindern wird. Also ich muss ihm erstmal folgen. Ja, wer bist du? Ist das Problem? Sie war ja schon in 2007 war la reforma constitucional, una reforma profundamente socialista. Crea nuevas figuras de propiedad como la propiedad social, la propiedad comunal, pretendía crear este tipo de propiedad y era un paso adelante para profundizar la revolución, pero lamentablemente esta reforma es rechazada en votación por lo que vimos como 1.4% de los gobiernos del fin. Y creo que esto es clave, pues este fue un momento clave del proceso bolivariano. Era como poner a prueba todo y decir, bueno, vamos a radicalizar la revolución. Se pierde esto con el apoyo de la burguesía, con el apoyo de sectores reformistas, se pierde esto. Y es como incluso una reformistas chavistas. Sí, sí, sí. Chávez hat sich ja etwa ab 2005 oder 2006 auch erklärtermaßen so den Sozialismus auf die Fahnen geschrieben. Vorher hieß es Bolivarische und alle möglichen, also fortschrittliche Dinge, und dann aber explizit sozialistisch. Sozialismus 21. Jahrhundert ist ja auch leider ein Verdienst von Chavez, Sozialismusdebatte wieder angestoßen zu haben im neuen Jahrtausend. Also nach den ganzen trüben Jahren, die wir auch hier erlebt haben, in Westeuropa. Ja, auch alles auch für den so. Und dann war praktisch dieses Ziel, sollte Inhalt einer Verfassungsreform sein, 2007, und das kommt auch mal ganz kurz in dem Film vor, als eine Verfassungsänderung, die das absolut felsenfest jetzt verankert, das sozialistische Ziel der Sozialisierung, Grundstoffe oder der entsprechenden wirtschaftlichen Macht und Großeigentum. Und das haben die verloren, nicht nur weil die Oligarchie mit ihren Medien dagegen gewettert hat, sondern weil die reformistischen Teile innerhalb der Regierung auch das sabotiert haben. Ja. Das nicht wollten. Das ist also ein Grundwiderspruch. Ich habe so das Gefühl, bis zu diesen ganzen Demonstrationen, die jetzt stattfinden, dass Maduro dabei ist, denn das sind irgendwie anzuziehen und mehr zu verstaatlichen bzw. in Volkshand zu übernehmen. Dass es das jetzt auch wieder ein bisschen nachgelassen hat. Sehe ich das richtig? Ja, also tuvo la impresión que, por ejemplo, Maduro a finales del año pasado intentó nacionalizar más y controlar más sectores de la economía. Parece que ha suavizado esta política en los últimos meses. Sí, porque el ataque que ha habido últimamente de la ultraderecha ha hecho que el gobierno dé concesiones a la burguesía. Ja, das ist ein Problem, auch ein Widerspruch dieser verschiedenen Linien in der Regierung. Dieser ultrarechte Angriff, dieser Aufschrei, diese massive Kampagne hat dann so Druck ausgeübt und die Regierung hat dem Druck nachgegeben und versucht jetzt Zugeständnisse zu machen, um die Rechten zu beschwichtigen. Das ist eigentlich ein Fehler, weil ich mit dem kleinen Finger nehme.
Wenn man den kleinen Finger reicht, nehmen sie die ganze Person. Das ist das Problem. Si tú haces una pequeña confesión, te sacan todo el pase, tienes acero, te sacan el pase. Correcto. Das stimmt, absolut richtig. De hecho, hay una gran discusión en este momento en la izquierda y estamos en el marco del Congreso del PSUV, Congreso Nacional, tercer congreso, en medio de esta gran discusión. Das ist jetzt auch innerhalb der PSUV, denn das sagen wir, das ist ja auch die Partei, die geschaffen wurde, auch erst vor einigen Jahren, ist Vereinigte Sozialistische Partei, und da ist jetzt demnächst wieder ein Parteitag. Und innerhalb der PSUV wird das jetzt auch heftig debattiert. Also da gibt es auch einen ziemlichen Richtungsstreit über die Frage. Da gibt es also welche, da gibt es schon viele, die unsere, was wir hier gerade gesagt haben, vertreten, gibt es aber auch diese reformistischen Teile, die auf dem Parteiapparat sehr stark sind. Das ist genau dazu. Ja, kann man auch. Claro que sí, tienen sus preocupaciones de ellos, que ellos han mostrado también son las preocupaciones de un gran sector marxista dentro del partido que está impulsando la radicalización de la revolución. Nee, das sind auch die marxistischen Kräfte, die marxistisch inspirierten Kräfte, die sagen genau das. Man muss diesen Prozess vorantreiben, kann den nicht auf halbem Wege jetzt einfrieren und so stehen bleiben. Und, aber andererseits gibt es praktisch dann halt die gemäßigten Kräfte, die versuchen... Genau. Danke. Die gemäßigten Kräfte, die versuchen eben nach rechts Zugeständnisse zu machen und meinen, dadurch können sie den Frieden im Lande sich erkaufen. Kann es auch sein, dass Chavez ein besserer Stratege war wie Maduro? Puede ser que Chavez era un estratega mejor que Maduro o lo entendió mejor. Yo creo que Chavez en lo mediático y en cómo derrotar a la derecha en el terreno político, mediático, y era superior a Maduro. Ja, Chávez war besser im medialen, im politischen Bereich, im strategischen Bereich, also hatte klare Vorstellungen, wie er die Konterrevolution schlägt. Sin embargo, no deja de ser interesante la postura de Maduro como un obrero, como un trabajador sindical. Aber Maduro ist, sagen wir, hat immer das Attribut, er ist der Gewerkschafter, er ist der Busfahrer, der groß geworden ist über die Gewerkschaftsarbeit. Y yo creo que puede tener un papel fundamental en la etapa que comienza ahora de la revolución. Er könnte noch eine wichtige, grundlegende, bedeutende Rolle im vor uns liegenden Teil der Revolution spielen. Und was ich auch so interessant fand, war vorhin in dem Film, das ist mir heute aufgefallen, nicht beim letzten Mal, wo der Chavez im Prinzip die Niederlage zur Verfassung, dass er seine Sache nicht ganz in einen Sieg umgemünzt hat, weil die Opposition dem dann zugestimmt hat. Das fand ich genial, wie er das so dann schon so. Genial, Chavez explicó en la película que hemos perdido, pero eso es una victoria, porque lo probablemente la Opposition ha reconocido la Constitución. Das war ein Seitenhieb darauf, dass die Verfassung, ja, die Opposition bei dem Staatsstreich 2002 die Verfassung außer Kraft gesetzt hat. Aber später hat sie versucht, das war ja der dritte Versuch, der erste war der Putsch, hier, was wir hier haben, 2002. Dann war das mit der Sabotage und Unternehmeraussperrung im Winter 2002-2003. Und dann war es das Abwahlreferendum im August 2004. Referendum revocatorio. 2004, damals hat die Opposition gedacht, sie sammelt Unterschriften und macht dann so eine Volksabstimmung im August, um ihn wegzukriegen. Damals hat sie also die Verfassung, die sie außer Kraft gesetzt hat, dann benutzt, kaltblütig für ihre Zwecke, aber hat es doch nicht geschafft. Also, ja. Gehen wir mal ein kleines Stück zurück, da hast du einen Hinweis gehabt auf eine irisches Kamerateam. Also ich habe einen Film gesehen, da ging es um diesen Staatsstreich. Und der war sowas von ergreifend. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich den jetzt Internet gesehen habe.
Informationen geholt. Ich habe mal hier gesehen und den Überblick. Also der ist genial gedreht. Sehr anschaulich. Also der Film bringt alles dicht drüber. Ja. Und vielleicht noch zu Chavez, was wir eben gesagt haben, der ist auch vom Charisma her. Also es ist schon Talent. Es gibt ja Talent und Können oder auch. Aber das ist schon was Besonderes. Und da kommt dann auch was zusammen, wo sich die Massen dann sofort mit identifizieren und was auch die ganze Sache unheimlich nach vorne treibt und nochmal einen richtigen Schub verschafft. Ja, ich denke, das ist das Besondere. Klar. Das kommt das Militärische, was man beim Militär lernt, Strategie und Taktik, aber dann mit Inhalt gefüllt. Aber was Chavez ausgezeichnet hat, ist auch, dass es, die haben über ihn alles Mögliche erzählt, aber man konnte ihm nie anhängen, dass er irgendwie korrupt oder sonst was wäre. Also so persönlich absolut integer und hat nicht Reichtümer und sowas. Er hätte 2002 sagen können, gebt mir eine Milliarde und ich gehe auf die Bahamas und habe meine Ruhe. Genau. Und hätte wahrscheinlich er war durchdrungen, das hat ihm angemerkt. Besser gelebt, aber hat er nicht gemacht. Und das ist also war ein Überzeugungstäter. Rolle der Persönlichkeit. Und der Rolle der Persönlichkeit. Der Film ist in der Tat eindrucksvoll. Ich habe den auch gesehen, dann spät abends im ZDF oder in Phoenix, dann später, aber ZDF abends, Sonntagabends um 11 oder 23:30 und ich konnte da auch die Nacht nicht schlafen. So ich habe es in Arte gesehen, moin. Aber was man auch sagen muss, ich habe das dem Reporter vom Bayerischen Rundfunk gesagt, als er bei uns war, und da hat er aufgehorcht, da hat er nochmal nachgefragt. Am Schluss hat er gar nichts gebracht von dem Interview und hat auch Wolfgang Gerke, MdB, interviewt, auch nichts gebracht. Aber hier, auch Chavez oder die Regierung, das ist ja eine Person, man soll sich auch im Kopf schlagen, dass eine Person alles machen kann. Aber die waren relativ sanftmütig gegenüber den Putschisten. Also man muss ja vorstellen, das ist Hochverrat. So wie ich die Lage kenne, die Rechtslage irgendwo in Europa, wer praktisch eine verfassungsgemäße Regierung stürzt und alle Grundrechte außer Kraft setzt, begeht Hochverrat und kriegt dafür lebenslänglich. Aber in Ukraine hat es ja jetzt auch geklappt. Ja, wie sie da mit der Verfassung umgingen, auch so ein Thema. Aber kriegt lebenslänglich, da waren sie relativ mild. Also viele laufen da frei rum, viele sind im Ausland, also anderswo hätte man die im Grund dann, was weiß ich, per internationalen Haftbefehl ins Lande geschafft. Aber vielleicht war das auch besonders gut. Gut, aber ich will nur sagen, das ist auch für jetzt die Propaganda, wenn jemand sagt, die Regierung wäre irgendwie ein diktatorisches Regime. Nee, meine Kritik ist eher von links, dass sie zu mild waren mit ihren Todfeinden. Also du kannst einen Rafka ja niemals laufen lassen. Ja. Nee. Entweder oder. Es lag Kritiker gegen MST. Jetzt ist nicht die Wahrheit, ist nicht in der Mitte. Die Rumänen haben das richtig gemacht. Das ist nämlich zurück. Gut. Also hier nochmal, nur um mal den Prozess nochmal kurz weiter, das war dann 2002, Sabotage der Ölindustrie und dadurch ist der Anstoß gekommen zur Arbeiterkontrolle und Gegenmacht in den Betrieben. Als dann die Idee zum ersten Mal in der Arbeiterklasse Fuß fasste und in die Köpfe reinkam, wir können die Betriebe selber besser in eigener Regie verwalten. Ein Problem, aber nach vielen Berichten, die wir jetzt in den letzten Jahren erhalten haben, ist auch, hängt zusammen auch mit den Linien in der Regierung. Das Problem der Staatsbürokratie, Labordografia delle Stahlautunter, oder wie heißt das Problem? Man hat Fälle gehört, wo praktisch Belegschaften dringend sagen, der Betrieb gehört enteignet, weil der Eigentümer den Betrieb platt macht und wir wollen aber weiter zum Wohle, im eigenen Wohle des Volkes arbeiten und dass dann Teile der Bürokratie das Ding auf die lange Bank geschoben haben. Und das Teile der Bürokratie versucht haben, Chavez, der auch wirklich mental nah am Volk war und auch wirklich da unheimlich frisch das alles gesehen hat und dynamisch, konnte sich nicht um jede einzelne Firma kümmern, es geht nicht. Und das war ein Problem zunehmend der Herauskristallisierung von der Bürokratie.
Wir wissen ja, dass eine Partei, die an der Regierung ist, alle möglichen Karrieristen anzieht. Richtig. Wir wissen auch, es gibt auch Parteien, die längst nicht an der Regierung sind und auch Karrieristen anziehen. Genau. Aber genau, das kennen wir. Das sind die Schlimmsten, die sind ganz billig zu kriegen. Gut, aber vor allem, wer in der Regierung ist. Und ein Grundproblem dieser Revolution im Zeitlupentempo, würde ich sagen, ist, dass im Staatsapparat immer noch die Mehrheit Beamte sind von vorn 98. Die auch beamtenmäßig denken. Ja, die, wie auch sogar, ich glaube, der Konsul hat uns sogar gesagt, oder jemand, die ziehen dann ein rotes Hemd an, das ist innen, also rote Hemden gibt es viele, aber das sagt gar nichts, wenn eine rote Mütze rotes Hemd hat. Klar. Und sowas. Also die Opportunisten, die aber letzten Endes, Chavez hat ja die Sozialismusdiskussion angestoßen und die dann im Grunde immer, wenn er mal weg war, haben sie so sich zugeflüstert, ach der mit seinem scheiß Sozialismus und sowas. Im Grunde so eine Bürokratie will ein gemütliches Leben, aber will nicht einen revolutionären Prozess mit Rätedemokratie, mit Basiselementen. Die wollen ja auch ihre Existenzberechtigung nachweisen. Ja, das ist noch nach wie vor ein Grundproblem und das ist ein Grundproblem, la burocracia y el partido. Die Partei wurde ja geschaffen, um nachdem er erkannt hat, Sozialismus ist jetzt wichtig, wurde die Partei geschaffen, um die Kräfte zu stärken. Und die Partei ist aber derzeit mehrheitlich halt von der Bürokratie beschlagen. Burocracia controla el partido. ¿Cómo lo ves tú? Du bist, er soll auch mal was sagen aus seiner praktischen Erfahrung, weil er auch die Partei und den Jugendverband von innen kennt. ¿Tú conoces el partido desde adentro? Sí, yo fui parte de la fundación de la juventud del partido. Ich war Teilnehmer beim Gründungskongress des Jugendverbandes der Partei. Y, por ejemplo, el caso de esa cuando se hizo el congreso fundacional fue que la discusión que se dio de las bases programáticas del partido, de la juventud del partido, fueron a última hora revocadas por la burocracia que mandó su impuso su línea. Also da gab es primero línea revolucionaria y día después revocó. El día de que se firmó la fundación de el último día. Also da gab es auch dann bürokratische Manipulation. Es wurde am Anfang, am ersten Kongresstag wurde ein radikales sozialistisches Programm beschlossen. Und am zweiten Tag wurde durch Manipulation das wieder außer Kraft gesetzt. Beim Gründungskongress des Jugendverbandes. Nur mal so, hat er am eigenen persönlich erlebt. Y en este momento la burocracia controla el partido, el partido sirve los intereses de la burocracia en momentos electorales. Und die Partei versteht sich halt vor allem als Wahlmaschinerie. Sin embargo, la forma de organización de la gente ha trascendido el partido y hoy en día existen la participación de los colectivos y los consejos comunales. Also, und viele Leute haben am Anfang gedacht, sie können in der Partei sich engagieren, machen das nicht mehr, darum sind es mehr so jetzt Leute des Apparats und der Verwaltung und Bürgermeister und so sind jetzt in der Partei tonangebend, aber viele Aktive, die den Prozess vorantreiben wollen, engagieren sich in Kollektiven, in Kommunalräten, wie das heißt. Das ist nicht zu verwechseln jetzt mit Stadtrat oder so hier, mit so einer, sondern sind so Basisgremien, die versuchen, das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Wirklich vergesellschaften. Ja. Ganz genau, das ist der Punkt. Das darf man nicht vergessen. Man darf es nicht nur so parlamentarisch sehen, welche Parteien, welche Mitglieder, welche Machenschaften. Steht ja in der Verfassung direkt drin auch, dass in diesem. Bitte? Entschuldigung, mit diesen Reden, das steht ja auch in der Verfassung. In der Verfassung. Ja. Entschuldigung, habe ich irgendwie halb verschluckt. Ja. Steht in der Verfassung ja auch drin. Ja. Parte de la Constitución. Estos consejos. Explícame. Los consejos comunales, y hay una ley orgánica de los consejos comunales, que es una ley de alto rango, que legaliza los consejos comunales. Hoy en día los consejos comunales tienen hasta sus propios bancos. Also es gibt einen hohen Rang in der Verfassung, auch diese kommunalen Räte, und es gibt ein Ausführungsgesetz entsprechend, und die haben auch eigene Banken. Also im Grunde war das auch die Idee. Ich habe da irgendwo, da gibt es eine Rede von Chavez, kann man auch mal rumschicken, da gibt es Links, deutsche Übersetzung. El último discurso de Chavez sobre eso.
Sí, es importante que Chávez llama a la fundación de las comunas. Que Chávez fordert die Bildung von solchen Kommunen. Las comunas son una serie de consejos comunales de un área geográfica que se unen para crear un área productiva. Also im Grund kommunale, lokale Räte, betriebliche sollen sich zusammenschließen, so zu einem übergeordneten Kollektiv. Y la semana pasada se anunció la fundación de la comuna número 600, es decir, que sobrepasamos las 600 comunas a nivel nacional. Und dieser Prozess läuft weiter von unten, dass sich diese Räte zusammenschließen. Letzte Woche wurde der 600. die 600. Kommune dieser Art gebildet. Also und das ist ja auch, wenn das dann funktioniert von der Basis her, ist es auch wieder wesentlich schwieriger, dass so ein paar Oligarchen das Ganze wieder zurückziehen können an sich. Also ist das eine Frage. Ist das ein Komitees von Donner? Das ist ja die Masse, wie viel das Butter der Pisadilla Oligarchia? In caso de un conflicto, sí, porque estas comunas tienen, poseen tierras, poseen sistemas productivos, poseen bancos. Estas comunas también serán organizadas en milicias. O sea, hay armas que serán entregadas a las comunas. Y por eso aquí los burgueses dicen, estas milicias hay que desarmar. Sí, ja, claro. Die haben Länder, die haben Banken, die haben auch Milizen. Weil Chávez auch die Frage betont hat, dass man sich gegen diese Paramilitärs und so verteidigen muss und gegen die Faschisten, also Milizen gebildet. Das heißt, wo die da sind, wo die gut strukturiert sind, ist es nicht so einfach, die einfach wieder auseinanderzujagen. Das stimmt. Also ich denke, da gibt es ja auch eigentlich, was auch die Revolution ausmacht und was auch die sozialistische Bewegung will. Und Chávez hat es ja auch letztendlich initiiert, der Prozess der Selbstorganisation. Das ist es ja letztendlich, von der Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung. Und die Sachen selbst in die Hand zu nehmen, selbst organisieren mit diesen Kommunalräten, die ja nicht mit den betrieblichen Ebenen, mit verschiedensten Dienstleistungen, die alle nötig sind zur Bewältigung des Daseins, das selber in eine eigene Organisation zu übernehmen und vom Objekt zum Subjekt zu werden und ohne Unternehmer eben auszukommen. Ich denke, das ist ja die Basis, auf der so eine Regierung überhaupt getragen werden kann. Sí, creo que lo que dejó Chávez es lo que ha salvado a la revolución en este momento, esta hora cuando está Maduro en el gobierno, porque está toda la organización popular basada en los consejos comunales y la formación educativa de toda esta gente, porque estas misiones, las educativas, son muy significativas. O sea, das, was bisher Chávez bis zu seinem Tod die Regierung gerettet hat und was auch die Ursache dafür ist, dass Maduro nach wie vor Präsident ist, ist eben die Existenz dieser Organe, die im Volk verwurzelt sind, die sich dann vernetzt haben und vor allem genau, die auch Bildung vorangetrieben haben. Das muss dann auch komplett organisieren, nicht warten, dass oben kommt. Dann die Alphabetisierung, die Weiterbildung, die politische Bildung, den Menschen Zusammenhang erklären. Das sind viele, viele Aktivisten, die das machen. Und das hat letzten Endes den Rückhalt aufgebaut und bisher die Regierung gerettet. Richtig. Wenn diese Verbindungen stark sind und dicht sind, also praktisch so eine Graswurzelrevolution fast schon, die sich immer mehr vernetzt, immer dichter wird, immer tragender wird. Und es gab ja in Frankreich mal so ein Beispiel mit einer Uhrenfabrik vor 40 Jahren, weiß ich. Lib in Besançon, genau. Das Buch habe ich gelesen von Rotbuch. Und ja, da haben die Arbeiter und die Angestellten, die haben Prozesse durchgemacht. Und von daher ist das auch noch sehr gut in meinem Kopf, also wie das, was das für Auswirkungen gehabt hat. Die kamen sich zum ersten Mal, konnten die selbst organisieren, konnten das selber werden. Die brauchten kein irgendwelche Eingeräte, du kannst das überhaupt, wir können das überhaupt nicht. Ihr seid blöd, da gibt's muss ein paar Chefs geben, die machen das, aber wenn dieser Prozess einsetzt, das ist der entscheidende Punkt. Fabrikas Normales, incluso una hora de Fabrikas Normales hace 40 años, 20 años. Das ist der Explicator. Genau, der fummelt sich bei mir ein. Sí, yo creo que importante, a pesar de que las masas están inscritas en el partido, son oficialmente parte del partido,
han tomado otro camino para influir en la toma de decisiones. Y este camino es la organización a través de los colectivos que mencioné. Also, es sind wirklich, Massen haben sich als Mitglieder eingeschrieben in die Partei, aber sind nicht aktiv. Das ist das Problem. Ist dieses passive, konsumtive Verhalten. Aber die Massen sind ja anderswo aktiv, in diesen Basisgremien, weil die Partei gelähmt wird durch bürokratische Bevormundung. Und also, da will er nochmal ein Beispiel bringen. Sí, que, por ejemplo, un caso específico, el caso este de Monsanto. El partido tiene diputados en la Asamblea Nacional, así como los tiene la oposición de derecha. Also ein Beispiel im Monsanto-Konzern, was der versucht hat. Die Partei hat Abgeordnete und die Opposition auch Parlamentsabgeordnete. Ja. Und Monsanto ha comprado la oposición y también logró comprar parte de los diputados del PSUV. Monsanto-Konzern mit seinem Genmais und seinen Sachen hat die Opposition gekauft und hat sich auch einzelne Abgeordnete im Regierungslager gekauft. So ist es. En el momento en que una ley Monsanto o a favor de Monsanto empezó a hacer una propuesta de la asamblea. Und daraus wurde Gesetzesvorhaben fabriziert, praktisch im Sinne von Monsanto. Das kam dann rein und in die öffentliche Debatte. Hubo una respuesta inmediata de los colectivos ecologistas. Da haben diese Kollektive massiv dagegen dann sich zu Wort gemeldet. Y los diputados chavistas que estaban comprados por Monsanto tuvieron que retroceder en su postura por la presión alta de los colectivos. Und die Abgeordneten im chavistischen Regierungslager, die von Monsanto gekauft hatten, mussten schnell ihre Position ändern und mussten dagegen stimmen, weil der Druck von der Basis so stark war. Es un reflejo de cómo el partido no está en contacto con la masa, pero los colectivos organizados tienen gran peso en la opinión pública. Das heißt, man sieht, die Parteistrukturen sind sehr abgehoben in vielen Fällen, aber dieses Gewicht dieser Basisgremien ist doch sehr, sehr stark. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist immer noch ein Faktor in der Gleichung. Sí, y de hecho, Chávez en la última campaña del año pasado fue a elecciones apoyado por el partido y apoyado por el Gran Polo Patriótico, el cual es una coalición de partidos de izquierda más colectivos. Also beim Wahlkampf, bei den letzten Wahlkämpfen, wo immer noch die chavistischen sozialistischen Kräfte Mehrheit hatten, war wichtig der Parteiapparat, aber auch diese Basiskomitees, dass die sich in den Wahlen so stark eingesetzt haben, um letzten Endes die entscheidenden Teile der Bevölkerung zu mobilisieren. Esto fue mucho más efectivo para movilizar la gente porque la gente se siente más identificada y más escuchada o con mayor poder siendo parte de un colectivo que siendo parte de un partido de izquierda o und das spricht die Massen mehr an als irgendeine abgehobene Wahlwerbung. Genau. Direkte Aktion. Ja. Gut, ich glaube, wir sind jetzt auch hier, ist Werktag und es gibt noch viel zu diskutieren. Ich glaube, wir werden die Diskussion noch fortsetzen. Vielleicht noch eine Frage zum Thema Zukunft. Wie seht ihr die Zukunft? Schafft das Maduro, das durchzusetzen, das auch weiterzuentwickeln? Sich zu behaupten. Sich zu behaupten. Meine Konsequenz. Sondheit. El futuro muy prometedor. Die vielversprechend, die Zukunft. Y creo que los sectores de izquierda y los sectores marxistas dentro de la revolución tenemos que jugar un papel fundamental, seguir presionando, seguir luchando por radicalizar la revolución, por hacer la revolución más de izquierda y derrotar el reformismo. Also wir müssen gucken, dass die marxistischen Kräfte stärker werden und sich durchsetzen gegenüber den reformistischen Bremsern. Wir müssen die Revolution unbedingt weiter treiben. Ich habe auch noch Info mit, also könnt ihr noch mitnehmen, bevor ihr rausgeht. Die marxistische Revolution kann also und darf auch nicht kilometerweit voran, sondern muss immer verzahnt sein in Rückkopplung. Wenn das zu weit ist, wenn das linke Bewusstsein zu weit ist, und sie sind auch zu weit rechts, dann funktioniert es nicht. La vanguardia marxista no debe adelantar demasiado las masas, sino siempre un poco adelante para mantener contacto, pero empujar para adelante.
Das sind Erfahrungen der Revolution. Ja. Von welchen? Avanti Popolo! Alla discossa, bandera rossa! Da sind wir mal mit, Mensch. Ja. So, wir bedanken uns auch für die lebendige Diskussion. Ja. Und die wird sicherlich nochmal fortgesetzt. Bandera rossa! Triumphera! Triumphera!